Yo Leute, herzlich willkommen hier im NFT Crypto Games Channel. Diese Woche ist es soweit. Am 2. Juni um 13 Uhr UTC, also um 15 Uhr unserer Zeit, startet der Illuvium Land Sale. In diesem Video zeige ich euch alles, was ihr wissen müsst für den Land Sale. Vor allem ein kurzes Tutorial für die Connection der MetaMask mit Immutable X. Ihr müsst unbedingt dranbleiben, weil es gibt auch noch ein NFT Land Giveaway für Illuvium Zero. Und jetzt heute, wie gesagt, nochmal im Schnelldurchlauf hier der Land Sale am 2. Juni, 15 Uhr unserer Zeit. Das Ganze wird 3 Tage lang gehen, ununterbrochen. 3 Tage lang wirklich komplett durchgehend. Es werden 20.000 Landplots verkauft. Ihr könnt euch ausrechnen, jede Stunde werden einige Landplots gedroppt. Ich glaube, das sind bis zu 200. Ich muss es nochmal nachrechnen. Der Preis, Leute, ihr seht hier, die Preise starten wirklich richtig hoch. Tier 5 ist die einzige Auktion in einem englischen Format. Tier 1 bis 4 in einer Dutch Auction. Das heißt, der Preis startet sehr hoch. Ihr seht hier von 2 bis 80 ETH von Tier 1 bis Tier 4 und 2,5% pro Minute droppt der Preis und der Erste, der zuschlägt, bekommt dann das Land, den Landplot. Das Ganze ist auch so designt, so gemacht, um hohe Gas-Fees zu vermeiden. Als Währung sind auch nur ETH oder SILV2 zulässig. Andere Währungen gehen nicht. Die Tier 1 bis Tier 5 Länder sind unterschiedlich designt. Es gibt auch noch unterschiedliche Regionen. Die einzelnen Tiers haben unterschiedliche Element Sites und Fuel Sites. Ihr seht das Tier 1 hier mit 3 Element Sites und einem Fuel Site und das Ganze steigert sich natürlich und dementsprechend kann man dann auch einfach mehr Ressourcen generieren und die Ressourcen lassen sich ja dann handeln, also verkaufen. Und man darf hier auch nicht denken, dass man durch einen Landplot schnell reich werden kann. Das Ganze ist wirklich als langfristiges Investment gedacht. Der Fuel, der hier produziert wird, der soll auch für andere Illuvium Games dann eingesetzt werden. Also das Illuvium Game ist das erste aus dem Illuvium Gaming Studio. Es kommen noch weitere Games und der Fuel ist für weitere Games auch einsetzbar. Hier haben wir jetzt auch nochmal die genaue Angabe. Es sind 282 Plots per Batch und jede Stunde wird ein Batch released. Also jede Stunde ein neuer Batch und die Duration, also die Dauer von einem Batch, ist dann 2 Stunden lang, werden diese 282 Plots verkauft. Also es droppen ständig Plots. Hier sehen wir auf der Seite, die ganzen Menüpunkte sind auch schon vorbereitet. Illuvium Beta, die läuft ja schon. Illuvium Zero kommt, die Arena, die Overworld, das sind alles Punkte, die noch kommen. Also es wird richtig interessant und hier unter dem Punkt Exchange gibt es auch die Illuvidex und hier findet das Ganze dann statt. Hier sehen wir auch nochmal die 7 Regionen aus Illuvium. Richtig nice, es wird aus jeder Region Landplots zu kaufen geben und ihr müsst euch das so vorstellen, jede Region hat natürlich dann unterschiedliche Blueprints, also für verschiedene Klassen und deshalb, wenn man sich dann ein Land auswählt, dann werden nur bestimmte Illuvial Scans in dieser Region möglich sein. Jetzt kommen wir aber zum wichtigen Teil. Also, wenn ihr am Land Sale teilnehmen wollt, dann braucht ihr die MetaMask. Ihr braucht das Ethereum Network und entweder ETH oder SILV2 für den Landkauf. Es geht nur eine Währung, nicht beides. Wenn ihr mit SILV2 kauft, braucht ihr auch trotzdem noch eine Kleinigkeit an ETH für die Gas-Fees. 87 Euro könnten zu wenig sein. Ich muss hier noch ein bisschen aufstocken. Die Gas-Fees sollen sich in Grenzen halten, aber man weiß ja nie. 87 Euro auf der ETH-Chain könnte knapp werden. Und was man auf jeden Fall machen muss am Anfang, dass man hier, man muss die Wallet, also man braucht die MetaMask unbedingt, wie gesagt, unbedingt ETH, SILV2. Man muss sich entscheiden, wie kauft man ein. Ich werde mit SILV2 einkaufen. Man sieht es ja, ich habe 67,4 SILV2. Gehe dann mit meinen ETHs als Gas-Fee rein. So wird gekauft und gemintet wird das Land aber auf Immutable X und so kriegt man das quasi zurück. Deshalb muss man hier die Verbindung herstellen. Ihr seht jetzt, ich habe den Button geklickt, dann gehe ich auf Connect Wallet
und stell jetzt eine Verbindung her. Also einfach hier Start Trading klicken, immutable.com ist die Domain, verlinke ich euch unten. Dann die Wallet connecten, die MetaMask, die ihr hoffentlich schon vorher natürlich angelegt habt, und dann einfach hier connecten, verbinden, und jetzt wird die Verbindung hergestellt. Ihr seht, Unlock Immutable X to manage your assets. Hier unten noch Get Started klicken, weil erst so bekomme ich tatsächlich auch das Land. Warum das Ganze vorher machen? Weil im Land Sale kann ja sein, man möchte schnell zuschlagen, und damit alles schon bereit ist, unbedingt diese Verbindung vorab schon machen. Wie gesagt, MetaMask am Start haben, ETH für die Gas Fee, SELV2 für den Land Buy, und dann diese Verbindung hier vorher schon durchführen. Das ist jetzt der letzte Step. Hier klicke ich noch einmal auf Verbinden. Und jetzt heißt es hier Sign to give access. Also jetzt signe ich hier wirklich. Jetzt kommt die Unterschrift sozusagen, die digitale. Ich unterschreibe. Und jetzt wird hier der Immutable X Key gesettet. Hier läuft das Setup. A unique key will be linked to the following wallet. Also meine Wallet wird jetzt hier gelinkt mit einem Immutable X Account, und hier kann dann das Land gemintet werden über Immutable X. Das heißt, für den Mint-Prozess gibt es keine neue Gas-Fee, nicht nochmal eine extra Gas-Fee. Vielleicht kennt ihr das von anderen Projekten, einmal kaufen, dann noch minten und zwei-, dreimal Gas-Fee bezahlen, und insgesamt auf der ETH-Chain kann sowas sehr, sehr teuer sein. Das ist hier nicht der Fall. So, jetzt klicke ich noch auf Setup Key. So, Setup complete, registration of your wallet with Immutable X has been completed. This window will be appear each time you make a transaction on Immutable X. Also, das Ganze ist fertig, so durchgeführt. Und jetzt zum Schluss noch das NFT Land Giveaway. Offiziell von Illuvium. Ich verlinke euch das unten, ist ein Gleam-Link. Und ich nehme natürlich auch teil daran, vielleicht habe ich ja Glück. Ihr seht, wie viele Entries es schon gibt. Es sind 432.324. Noch 6 Tage läuft das Ganze. So, man kann teilnehmen über Discord, Google oder Twitter. Sucht euch was aus. Ich gehe jetzt einfach über Discord rein. So, dann autorisiere ich. Und dann seht ihr, gibt es hier 17 Wege, um teilzunehmen. Also ihr könnt hier die verschiedensten Dinge durchprobieren. Ich mache jetzt hier mal den ersten Schritt. Dafür gibt es 2 Follow Illuvium on Twitter. Also ich follow sowieso schon, deshalb retweet Illuvium on Twitter. So, Moment. Genau, das machen wir dann natürlich auch. Also ich retweete das. Man muss die Schritte natürlich auch durchführen. So. Dann retweeten, genau, nochmal schnell checken, ja, natürlich folge ich, klar, so, und ihr seht, wenn ihr diese Dinge durchführt, jetzt gehe ich hier auf Continue, dann kommen jeweils diese Entries hinzu, man kriegt dann +2 für jede Aktion, hier zum Beispiel +5, Refer Friends for Extra Entries, genau, Follow Illuvium on LinkedIn. Also man kann hier wirklich die ganze Palette hier durchgehen, und so kriegt man dann die ganzen Entries für das NFT Land Giveaway. Leute, ich wünsche euch viel Erfolg. Vielleicht habt ihr ja Glück und gewinnt einen Landplot.